Hallo Elefant. Eins, zwei, drei, vier. Picke, packe, pocke. 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 Wisst ihr, was wir hier machen? Der Wolfram und ich, wir machen Quatsch. Aber wir machen Quatsch, der Spaß macht. Und daher macht ihr zu Hause am besten auch gleich mit. Los geht's. Picke, packe, pocke. 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 Und jetzt sicke, sacke. Nochmal? Ja. Sicke, sacke. Und dann? Nochmal? Mhm. Sicke, sacke. Ich hab's. Mach's nochmal. Sicke, sacke. Socke. Genau. Sicke, sacke, socke. Sicke, sacke, socke. Sicke, sacke, socke. Sicke, sacke, socke. Sicke, sacke. Ah, socke. Jetzt kommt ein Tierfee. Das sind die Alpen. Das sind sehr große Berge. Hier leben ein paar ganz besondere Tiere. Murmeltiere. Das ist Fili. Er ist noch sehr klein. Er ist ein paar Wochen alt. Das sind seine Mama und seine beiden Geschwister. Und das ist der Papa. Der hält Wache. Filis Geschwister schmusen gerne. Fili selbst ist eher verfressen. Da kommt dein Bruder und will raufen. Ha, das macht Spaß. Doch dann hat Fili genug. Er macht sich alleine auf den Weg Richtung Straße. Oh, das ist gefährlich für kleine Murmeltierkinder. Doch Fili ist eben verfressen und hier gibt es so leckeres, frisches Gras. Jetzt kommt auch noch ein Radfahrer. Fili merkt gar nichts, ist er mit Fressen beschäftigt. Das Fahrrad kommt immer näher. Die anderen haben die Gefahr bemerkt. Seine Schwester ruft und will ihn warnen. Die ganze Familie versteckt sich in ihren Erdlöchern. Endlich hört Fili nun auch den Ruf und schwupps versteckt er sich noch schnell. Das war knapp. Vater Murmeltier schaut, ob was passiert ist. Die Schwester auch. Da kommt Fili aus dem Loch gekrochen. Und läuft schnell über die Straße. Gut, dass die Radfahrer weg sind. Das findet auch die Schwester. Fili läuft nun schnell zurück zu seiner Mama. Das war vielleicht eine Aufregung. Gut, dass nichts passiert ist.
Tanja, kommst du mal bitte? Ich habe einen Zungenbrecher für dich. Ein was? Ein Zungenbrecher. Das ist ein ziemlich schwieriger Satz. Okay. Ich sag dir den Satz vor und du sagst ihn nach. Manches müde Murmeltier mag Milch mit Mandarinen. Milch mit Mandarinen mag manches müde Murmeltier. Wer murmelt mit die Tiere? Ich habe ja gesagt, dass es ziemlich schwer ist. Okay. Ich mach's noch mal ganz langsam. Manches müde. Aha. Guck mal hier. Ein Murmeltier. Murmeltier mag Milch mit Mandarinen. Aha. Milch mit Mandarinen mag manches müde Murmeltier. So, und jetzt probiere ich das mal und du hilfst mir dabei, okay? Okay. Also, manches müde Murmeltier mag Milch mit Mandarinen. Mhm. Milch mit Mandarinen müde, mag manches müde Murmeltier. Ha, sehr gut. Jetzt mal zusammen, okay? Manches müde Murmeltier mag Milch mit Mandarinen. Milch mit Mandarinen mag manches müde Murmeltier. Okay. Jetzt mal ihr zu Hause und wir zeigen es euch vor, okay? Aber wir sprechen aber nicht. Ja? Manches... Sehr schön. Und jetzt mal alle zusammen. In der ganzen Gruppe. Okay. Also, 1, 2, 3. Manches müde Murmeltier mag Milch mit Mandarinen. Milch mit Mandarinen mag manches müde Murmeltier. Stark. Super. Jetzt mal ganz schnell. Manches müde Murmeltier mag Milch mit Mandarinen. Milch mit Mandarinen mag manches müde Murmeltier. Elefanten in der ARD Mediathek.